So, damit wären wir auch schon in meiner persönlichen Top 5 des Jahres 2015 angelangt. Und auf Platz 5 ist Blood Rage, das Spiel, wo ich hier schon die ganze Zeit vorstehe. Und wer Chaos in der alten Welt kennt, wird sich in Blood Rage sehr schnell zurechtfinden, weil es im Prinzip die ähnlichen Spielmechaniken hat. Die wurden nur alle ein bisschen überarbeitet und noch ein bisschen mehr gepimpt. Bei, es ist im Prinzip ja so ein Miniaturen-Area-Control-Spiel, bei dem wir eben auch versuchen, mit unserem, also in Chaos in der alten Welt hat man versucht, mit seinem Gott, da hat jeder Gott so eine andere Strategie gehabt, so Korn, mit dem musste man kämpfen, Nörgel, mit dem musste man viele Gebiete verheeren, mit den beiden anderen war man so ein bisschen flexibel und konnte sich immer so ein bisschen auf den Spielverlauf einstellen, aber man war schon relativ vorgegeben durch die Götter, durch die Kartendecks, die wir hatten. Und bei Blood Rage ist das ein bisschen anders, da werden immer vor jeder Runde die Karten, mit denen wir in dieser Runde festlegen, wofür bekommen wir Punkte, was können wir vielleicht an krassen Extraktionen machen, wie gut können wir kämpfen, werden eben gedraftet und da legt man sich eben in jeder Runde so durch diese Karten, die man sich aus diesem Draft rausnimmt, seine Strategie fest, entscheidet, wofür bekomme ich Punkte, worauf möchte ich setzen, wie will ich diese Runde gestalten und kann eben Strategien fürs ganze Spiel entwickeln, aber kann auch nach jeder Runde, es gibt glaube ich 3 Zeitalter, die man spielt, eben seine Strategie auch wieder komplett wechseln, wenn man Karten bekommt, die gar nicht mehr zu dem passen, was man vorher hatte und kann damit auch erfolgreich sein. Und das ist super einfach zu lernen, also die Anleitung ist zwar schon ein bisschen länger, aber eigentlich alles relativ logisch, gerade wenn man das erklärt bekommt, dann ist man da sehr, sehr schnell drin. Und aber durch diese, ja, dieses immer wieder neu, dass diese Karten immer wieder neu zusammengestellt werden, die eben in jeder Runde die Strategie vorgeben und auch je nach Spieleranzahl ein bisschen angepasst wird, sodass das Spiel mit jeder Spielerzahl nochmal so einen anderen Charakter bekommt, sorgt eben dafür, dass es ein echt super Spiel ist, weil es läuft jedes Mal immer wieder anders, ich muss immer wieder andere Entscheidungen treffen, muss anders auf dem Spielplan agieren, kann mich immer, wenn Kämpfe stattfinden und noch Platz ist, entscheiden, möchte ich daran teilnehmen oder nicht. Wenn ich daran teilnehme, dann bekomme ich dafür vielleicht Punkte, verliere aber Figuren, die ich vielleicht in anderen Gebieten gut gebrauchen könnte. Und ja, wenn man wirklich so strategische Sachen mag, wo man sich eben so seine Strategie selbst zurechtlegen muss und auch so einer gewissen Strategie folgen, und ja, das spielt einfach so unwahrscheinlich viele Facetten, die man auch erstmal so nach und nach kennenlernen muss, wo man auch jedes Mal wieder neue Entscheidungen trifft, wo es auch nie die 100% richtige Entscheidung gibt, sondern immer nur so die, die man gerade selbst für am besten hält. Und man wird im Endeffekt sehen, ob sich das auszahlt oder nicht. Und ja, wie gesagt, also wir haben das gespielt und waren echt so begeistert davon. Wir haben gleich, glaube ich, 2 oder 3 Partien am Stück gespielt, weil wenn man es kann, dauert so eine Partie auch nur eine Stunde, maximal 90 Minuten. Wir haben es eigentlich immer so in, ich würde mal sagen, 60 bis 70 Minuten hingekriegt. Und für mich eines der besten Strategiespiele des Jahres, Blood Rage. XCOM, das Brettspiel zur gleichnamigen Computerspielserie, bei der eben Aliens die Erde bedrohen und wir schlüpfen die Rolle von XCOM, so einer Organisation, die diese Aliens abwehren will, die da irgendwelche Abfangjäger hinschickt, um die Aliens runterzuschießen, die dann eben zu den Absturzstellen geht und da irgendwie Technologien birgt, die die Basis verteidigen muss, die immer forschen muss an den Alien-Technologien. Und das alles ist als Computerspiel super gut, war eines meiner ersten Computerspiele, die ich damals vor ungefähr 20 Jahren gespielt habe und da habe ich echt Stunden und Tage mit verbracht. Und das Brettspiel jetzt ist ein Echtzeitstrategiespiel, bei dem uns eine App immer vorgibt, was gerade so an Ereignissen passiert, die auch eben dafür sorgt, dass es immer wieder unterschiedlich abläuft. Und jeder Spieler hat so eine Rolle. Der eine ist dafür zuständig, irgendwie die Interzeptoren loszuschicken und die Erde zu verteidigen. Der andere muss irgendwie forschen. Der andere muss irgendwie die Satelliten programmieren im All und dafür die Verteidigung sorgen. Und der andere ist der Squad-Offizier. Der planen muss, wie verteidige ich die Basis und wie erobere ich die Absturzstellen. Und einer ist noch fürs Budget zuständig. Ich muss eben immer darauf achten, dass wir auch alles bezahlen können, was wir machen, weil wenn wir das nicht bezahlen können, dann verfallen die Länder in Panik und wenn man dann loslegt, dann sagt die App eben, ja, jetzt bist du dran und musst deine Aktion durchführen und hast dafür 13 Sekunden Zeit und derjenige, der die App im Aufsicht hat, muss auch immer sagen, hier, schnell, mach hin, noch 10, noch 5, jetzt komm, mach was, weil wenn man da zu lange braucht, dann hat der Nächste deutlich weniger Zeit und das wird immer schwieriger, darum muss man immer auch gut vorbereitet sein, man kann nicht da sitzen und zugucken und sich überlegen, was machen die anderen wohl, wenn man selbst dran ist, dann, oh, jetzt bin ich ja dran, sondern man muss dann schon vorbereitet sein und man ist eigentlich die ganze Zeit in Action, gerade wenn man es auf höheren Schwierigkeitsstufen spielt, man bekommt dann vom Forschungsoffizier noch immer irgendwelche Sonderfähigkeiten, die man auch in der Aktionsrunde schon benutzen kann, das kann man am Anfang noch ganz am Ende machen, wenn alles abgehandelt ist, wenn ihr aber auf einem normalen oder schweren Schwierigkeitsgrad spielt, dann muss das alles in der Timephase gemacht sein und nachdem diese Echtzeitphase rum ist, kommt dann die Aktionsphase, wo eben wirklich abgehandelt wird, was passiert jetzt wirklich, ihr habt da so und so viele Jäger hingeschickt, um die Aliens
zu vernichten. Klappt das jetzt oder klappt das nicht? Dazu werden immer Würfelwürfel geworfen. Es wird immer noch so ein Alien-Würfel mitgewürfelt, der auch immer dafür sorgt, dass vielleicht alle einzelnen Jäger draufgehen können. Und je öfter man würfelt, je länger man braucht, umso wahrscheinlicher ist es, dass man verliert. Und dieses Echtzeitelement, dieses ja auch an Gegenständen forschen, neue Technologien bekommen, dann diese Aliens da ausrotten und diese Echtzeit-App und das alles so kombiniert, das fühlt sich einfach an wie XCOM. Es ist ein tolles Echtzeitspiel, bei dem es eben auch kein Alpha-Leader-Problem gibt. Bei vielen Koop-Spielen ist es eben das Problem, dass irgendwer da sitzt und sagt, du machst jetzt das, du machst jetzt das, du machst das. Das geht nicht durch diese Uhr, durch die App, die halt immer die Zeit vorgibt und man muss immer Entscheidungen treffen. Einer muss sich irgendwie um Krisen kümmern, zieht dann zwei Krisenkarten, sucht sich einer von außen und spielt die. Die sind beide doof. Man muss sich nur entscheiden, welche trifft uns gerade härter. Und das kann man vielleicht auch gar nicht so wirklich überreißen, weil man gar nicht weiß, was passiert noch diese Runde alles. Und ja, das Spiel ist wirklich hart, aber wenn man erstmal drin ist und sich da reingefuchst hat, echt spaßig. Und wie gesagt, für alle XCOM-Fans ein absolutes Highlight und mich persönlich hat es echt umgeblieben. Wir haben es dieses Jahr schon oft gespielt und ich werde es noch oft spielen, hoffentlich, weil es einfach echt Spaß macht. Ich hoffe, dass dann noch Erweiterungen vorauskommen, die noch ein bisschen mehr Abwechslung reinbringen, wobei auch im Basisspiel, man hat unterschiedlichste Szenarien, das Spiel verläuft immer wieder anders, man hat andere Aliens, gegen die man kämpfen muss. Also da ist echt für lange Zeit viel Spielspaß vorhanden, aber es gab ja fürs Originalspiel auch noch so Nachfolger. Vielleicht lassen sich da auch noch was zu einfallen, ich bin sehr gespannt. Dann das Spiel, das preis-leistungsmäßig eindeutig Nummer 1 ist, Star Realms. Ein Deckbauspiel, das ich glaube so 12,50 hat es gekostet, also irgendwo so unter 15 Euro wird es auf jeden Fall liegen. Und es ist so ein schnelles Deckbauspiel, das, wo man so bam, 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 in your face, also jeder Spieler hat spielt so einen Commander, der 50 Lebenspunkte hat und ich muss eben versuchen, Raumschiffe auszuspielen, mit dem ich halt bei meinem Gegner die 50 Lebenspunkte kille und den auf Null bringe und wenn das klappt, dann habe ich das Ding gewonnen und dazu liegen eben immer Schiffe in der Mitte aus, so 5 Stück, die haben verschiedene Farben, immer wenn ich Schiffe gleicher Farbe habe, dann haben die irgendwelche Ketten und Kombinationseffekte, dass die halt noch viel krassere Sachen machen und ich brauche dann eben immer Schiffe, zum einen die Geld produzieren, zum anderen Schiffe, die eben Schaden machen und muss da eben immer aus der Auslage mir so die Schiffe zurecht kaufen, wie das am besten passt, aber dadurch, dass es eben immer zufällig aufgedeckt wird, weiß ich gar nicht, was kommt da jetzt und passt das zu meiner Strategie oder nicht und muss eben immer versuchen, die möglichst besten Kombinationen zu kaufen, sich eben die richtigen Karten zu kaufen. Es gibt noch so Vorposten, die man ausspielen kann, die machen immer jede Runde einen Effekt, manche davon schützen einen, die muss man erst killen, bevor man Schaden bekommen kann. Oder andere haben halt immer so einen dauerhaften Effekt, der aber dafür sorgt, dass man, dass der Gegner eben immer nicht weiß, dann kill ich jetzt die Raumstation, verschenkt den Schaden, aber hab dafür immer diesen nervigen Effekt. Oder gehe ich direkt auf meinen Gegner, aber dafür bleibt halt diese doofe Raumstation da liegen. Und absolut spaßig. Meistens läuft das auch so, dass man halt am Anfang so 2 Schaden macht, 1 Schaden, 3 Schaden, 4 Schaden und dann später irgendwelche tollen Kombinationen auf der Hand hat, so irgendwie 3 grüne Schiffe und noch 2 rote und dann heißt es so, ich mache jetzt diese Runde 17 Schaden, nächste Runde 23 Schaden, zwischendurch heilt man sich vielleicht nochmal um 10 und nächste Runde, bumm, bist dann tot, weil ich irgendwie 20 Schaden nochmal gemacht habe. Und meistens ist es so, dass wenn man gerade selbst verliert, dann denkt man sich, boah, du hattest noch irgendwie 18 Leben, nächste Runde hätte ich 20 Schaden gemacht, ja, komm nochmal, jetzt kill ich dich. Und es dauert auch nur so 20 Minuten und es ist, wie gesagt, absolut random, was da so kommt und man baut sich irgendwie was zusammen und spielt einfach die Karten runter und das macht einfach Spaß. Da ist für den Preis echt viel drin. Also es gibt, glaube ich, Spiele, die haben ähnlich viele Karten, ähnlich viel Spielspaß, die sind doppelt bis dreimal so teuer und da ist Star Realms auf jeden Fall ein absolutes Highlight, eines der meistgespielten Spiele dieses Jahrgangs bei mir. Und es gibt da jetzt auch schon so noch neue Bonus-Packs, wo noch mehr Karten reinkommen, noch ein bisschen mehr Vielfalt. Die werde ich mir auch noch alle zulegen. Und aber allein mit dem Basisspiel könnt ihr schon 100 Partien spielen, ohne dass es irgendwie langweilig wird. Und Star Realms, absolutes Highlight. So, auf Platz 2 liegt Innovation, ein Spiel, das ich zum Beispiel in der besten Zweispielerliste des Jahrgangs vergessen habe, weil es eigentlich schon 2011 rausgekommen ist, auf Englisch. Jetzt ist es nach vielen, vielen Jahren endlich auf Deutsch rausgekommen. Ich habe es jetzt erst vor kurzem wieder gespielt und wiederentdeckt und festgestellt, oh Gott, ist das toll, oh Gott, macht das Spaß. Eines meiner absoluten Lieblingsspiele, auch schwer zu beschreiben, weil es mit eigentlich wenig anderen Spielen zu vergleichen ist. Es ist nach außen hin ein Zivilisationsspiel, wo man sich eben durch die verschiedenen historischen Zeitalter bis in die Moderne vorarbeitet. Da werden halt die Karten immer krass
krass und haben immer tollere Effekte. Aber es ist auch gleichzeitig so ein Mehrheitenspiel, bei dem wir immer bestimmte Aktionen durchführen können, wenn wir die Mehrheit daran haben, sonst darf der Gegner mitmachen. Und es ist ständig so ein Hin und Her. Weil es gibt so 5 verschiedene Farben, lila, blau, grün, gelb und rot. Und immer wenn ich eine Karte aufspiele, hat die eben eine Farbe und ich lege sie auf den Kartenstapel und nur die oberste Karte zählt. Und das heißt halt, ich baue mir irgendwas auf, irgendwelche tollen Karten spiele ich aus, die mir irgendwie gerade was bringen. Aber es ist nichts von Dauer. Alles verändert sich, alles ist immer im Wandel und ich baue dann halt, vielleicht habe ich irgendwie Karteneffekte, mit denen ich eine Karte ziehen und gleich wieder aufspielen kann, was voll toll ist, weil normalerweise ist Ziehen eine Aktion, Karte aufspielen ist eine Aktion, dann ist schon der Gegner dran und wenn ich halt eine Karte ziehen und aufspielen kann, ist es halt super toll, aber da kann es eben auch sein, wenn halt die blaue Karte mir sagt, ziehe eine Dreierkarte und spiele sie gleich aus und ich ziehe eine blaue 3 und spiele die gleich aus, dann ist halt diese tolle Karte überbaut und muss ich mit dem leben, was ich jetzt habe. Und das ist ständig ein Hin und Her, also es ist für 2 bis 4 Spieler, meiner Meinung nach am besten zu zweit. Wenn es alle können, kann man es auch mit 3 oder 4 Leuten spielen. Und man versucht eben, es gibt verschiedene Arten, das Spiel zu gewinnen. Man kann so Achievements machen, für die man sich so Achievements aus der Mitte holen muss, für die man eine bestimmte Anzahl an Punkten braucht. Oder man kann versuchen, durch das 10er-Zeitalter durchzuspielen, dass man eigentlich ins 11er kommen würde. Eine 11er-Karte gibt es nicht. Also sobald man eine 11er-Karte ziehen müsste, ist das Spiel zu Ende. Die Achievements sind egal. Dann zählt, wer die meisten Punkte gewonnen hat. Und in den höheren Kartenstapeln, so bei 8, 9, 10, da sind eben auch Karten drin, die sagen, wenn das und das, dann gewinnst du das Spiel. Oder wenn das und das, dann gewinnt der Spieler, der die Voraussetzungen erfüllt, das Spiel. So, dass es eben auch dann immer ein Hin und Her ist, wo man versucht, hey, der Gegner hat irgendwie jetzt ganz viele Punkte in seiner Auslage und kann damit irgendwelche Achievements holen. Wie kriege ich die Punkte bei ihm wieder weg? Die kann man ihm auch wieder rausholen, dass er irgendwie die bei mir rein transferieren muss. Oder wie schaffe ich es halt möglichst schnell, viele Punkte zu machen? Oder auch bei den Symbolen. Ich muss eben immer, jede Aktion ist einem bestimmten Symbol zugeordnet. Und wenn ich die Aktion durchführen möchte, aber ich möchte nicht, dass mein Gegner mitmacht, muss ich ihm zusehen, dass ich da die Mehrheit an Symbolen bekomme, wodurch ich mir vielleicht bei irgendwelchen anderen Symbolen die Mehrheit wieder verbaue, wodurch mein Gegner wieder irgendwelche von seinen Aktionen durchführen kann, die ich dann nicht mitmachen kann. Oder es gibt auch manchmal Aktionen, wo man beim Gegner Sachen fordern kann. Ich fordere eben, dass du die Hälfte deiner Punktekarten weglegst, wieder zurück in die Auslage. Das ist halt doof, wenn man gerade richtig viele Punkte hätte und die letzten Achievements hätte machen können. Da muss ich eben auch dafür sorgen, dass ich da mindestens so viele Symbole habe wie er, damit er das nicht mehr mit mir machen kann. Und wie gesagt, das ist so ein ständiges Hin und Her, wo man auch so Strategien aufbaut und versucht, irgendwas durchzuziehen, aber das ist eben auch immer alles im Wandel, wie das bei Zivilisationen eben so ist. Sprich, nichts ist von Dauer, alles ist so fragil und nicht beständig. Und das ist einfach, jede Partie verläuft auch anders, weil ich immer wieder andere Karten in anderen Kombinationen ausliegen habe. Und das braucht ein bisschen, um sich da reinzufuchsen. Die ersten Male werdet ihr denken, wow, das ist ja total random. Und macht bloß nicht den Fehler, das mit mehr als 2 Leuten die ersten Male zu spielen. Dann werdet ihr das Spiel sicher hassen und nicht mögen. Also das ist sicher, aber die Chance ist relativ hoch. Das ist so ein Spiel, das belohnt, wenn man das häufiger spielt. Und wenn man auch wirklich so die Karten ungefähr kennt und weiß, was kommt da so drin vor. Es sind pro Kartenstapel nur 10 Karten. Also hat man relativ schnell eine Übersicht, gerade über die ersten Kartenstapel, wo man eigentlich sich in jeder Partie durchbewegt. Und sagt, für mich eines der absoluten Highlights des Jahres. Ihr werdet viele Rezensionen lesen bestimmt, die sagen, das ist irgendwie komisch und so total zufällig und die Karte ist total überpowered. Ich habe das Spiel mittlerweile schon 500 Mal gespielt, also halt vor 4 Jahren. Ich glaube, 200-300 Mal real und dann noch 300-400 Mal online, also richtig viele Partien davon. Und ich kann euch sagen, es ist nicht total random, es gibt nicht die übermächtige Karte. Man kann immer, also manchmal kann man auch einfach nichts dagegen machen, dass der Gegner gerade gewinnt. Aber in anderen Partien ist es halt wirklich so ein Hin und Her und so ein sich battlen. Und wenn man nicht auf Spiele steht, wo man so still und gemütlich vor sich hinspielt, sondern so wirklich so konfrontativ gegeneinander, ohne sich jetzt so direkt irgendwie anzunehmen. Doch, man greift sich schon sehr direkt an. Zwar nicht immer, manchmal auch so indirekt, indem man einfach Aktionen durchführt, die gut für einen selbst sind und schlecht für den Gegner. Aber wie gesagt, so dieses Hin und Her und dieses so Gegeneinander, das ist, wie gesagt, für mich eines, also das Spiel, das das am besten umsetzt, wo ich auch am meisten Spaß dran habe, das wie gesagt immer wieder anders verläuft, wo ich auch noch Stunden erzählen könnte und mich wahrscheinlich dann anfangen würde, 3-mal zu wiederholen. Darum höre ich jetzt damit auf. Aber Innovation, meiner Meinung nach, eines der absoluten Highlights des Jahres. Wie gesagt, eigentlich schon ein altes Spiel, aber jetzt neu rauszukommen, jetzt auch eigentlich auf Deutsch spielbar. Und wie gesagt, guckt es euch an, richtig gutes Spiel. Dann die Nummer 1 des Jahres 2015, für mich glasklar, Pandemie Legacy. Ich habe das Spiel momentan 3-mal im Schrank stehen, weil ich es mit 3 verschiedenen Gruppen spiele und es ist einfach super, super geil. Also man ist selten so, also es ist wirklich, es heißt auch Season 1 und es ist so, wie wenn ihr eine gute Serie gucken würdet. Also wenn ihr Game of Thrones Fan seid und da eben immer auch weiterverfolgt, wie geht's weiter, was passiert als nächstes, genauso ist Pandemie Legacy. Vielleicht kennt ihr das normale Pandemie, es ist ein kooperatives Spiel, bei dem wir die Welt vor Krankheiten retten und genau das gleiche machen wir in Pandemie Legacy auch. Am Anfang müssen wir auch einfach ganz normal wie in Pandemie die Welt vor Krankheiten retten,
aber es geschehen eben durch diesen Legacy-Mechanismus Dinge, die das Spiel langfristig beeinflussen. Sachen, die im ersten Spiel passieren, haben Auswirkungen aufs zweite, aufs dritte, aufs vierte Spiel. Und zum Beispiel, wenn irgendwo, also es kann immer sein, dass Karten ausgespielt werden, dann kommen so Würfel, die so eine Krankheit symbolisieren in der Stadt. Sobald in der Stadt drei Würfel sind, es kommt der vierte Würfel dazu, dann kommt es zu einem Ausbruch. Der Ausbruch sorgt dafür, dass in angrenzenden Städten auch Würfel hinkommen, wenn da dann auch schon drei Würfel vorher lagen und jetzt wird der vierte reinkommen, kommt es da zu einer Kettenreaktion, dann kommt es auch da zum Ausbruch und bumm, so kann es da sein, dass uns mehrere Städte um die Ohren fliegen. Und es darf nur eine bestimmte Anzahl von Ausbrüchen geben, da gibt es so einen Marker und wenn wir zu viele Ausbrüche hatten, haben wir das Spiel verloren. Oder wenn der Kartenstapel durch ist, haben wir auch verloren. So muss man sich eben immer koordinieren, wer geht wohin, wer macht wo welche Aktion, wer sammelt wo das Heilmittel gegen so eine Krankheit. Und bei diesem Spiel ist es eben so, wenn es in einer Stadt zum Ausbruch kommt, dann kommt da so ein Marker hin mit der 1, also ein Aufkleber. Und das ist erstmal nicht schlimm, aber da ist schon mal ein bisschen Tumult gewesen, da ist es schon mal zum Ausbruch gekommen. Wenn wir jetzt irgendwie in der nächsten Partie, wenn wir uns das nächste Mal treffen und wieder spielen und dann kommt es da wieder zum Ausbruch und dann ist da schon Stufe 2, ja, dann ist schon schlecht, weil dann kann man in diese Stadt nicht mehr fliegen, weil dann ist da so viel Panik, dass die Flughäfen geschlossen wurden. Und wenn es da wieder zum Ausbruch kommt, dann ist Stufe 3, da passiert erstmal auch noch nichts, aber das ist kurz vor Stufe 4 und dann ist auch die Bewegung dahin ein bisschen eingeschränkter. Und so muss man eben immer, egal was man macht, alles hat langfristige Folgen, muss immer versuchen, die Schäden möglichst gering zu halten. Wenn ich mit meinem Charakter irgendwo stehe, wo ein Ausbruch kommt, dann kriege ich eine Narbe. Das ist irgendein Nachteil, den ich habe. Bis zu 2 Narben kann ich haben. Kriege ich die dritte Narbe durch irgendeinen unglücklichen Umstand, dann nehme ich meinen Charakter und zerreiße ihn. Dann ist er raus, ist er tot. Dann brauche ich einen neuen Charakter, den ich spiele. Oder wenn man das Spiel gewonnen hat, dann gibt es Sonderfähigkeiten, die man einem Charakter geben kann. Da kann man sich eben auch nach jeder Partie aussuchen, was geben wir jetzt welchem Charakter oder möchten wir überhaupt Sonderfähigkeiten geben oder möchten wir vielleicht irgendwie Forschungszentren, die wir bauen, permanent machen. Das heißt, ein Forschungszentrum, das wir in dieser Partie gebaut haben, da können wir sagen, das möchten wir permanent machen, zum Beispiel in Hongkong und nehmen das in Aufkleber und kleben den bei Hongkong hin. Und in der nächsten Partie haben wir dann das normale Forschungszentrum in Atlanta und das in Hongkong und können uns eben aussuchen, wo starten wir, können da schnell hin und her reisen, können schnelle Heilmittel finden oder. Wir können gutartige Mutationen in die Krankheiten einpflanzen, die dafür sorgen, dass wir die Krankheiten besser besiegen können. Tipp, macht das auf jeden Fall. Das ist die beste Entscheidung, die ihr treffen könnt. Und es gibt ganz viele verschiedene Upgrades und jede Partie verläuft auch komplett unterschiedlich. Ich spiele das ja gerade mit 3 verschiedenen Gruppen. Es gibt immer so einen Legacy-Stapel, der immer sagt, was passiert in welcher Partie wann, was passiert am Ende, was passiert vielleicht mittendrin. Das ist immer in jeder Partie gleich. Aber was das für Auswirkungen hat, worauf sich das bezieht, das hängt immer vom aktuellen Spielverlauf ab und ist immer unterschiedlich. Und auch abhängig davon, welche Vorteile man sich am Spielende nimmt, hat jede Partie einen ganz anderen Charakter. Man hat auch verschiedene Charaktere, die man mitnehmen kann, die alle andere Spezialeigenschaften haben. Je nachdem, wen ich da mitnehme, spielt sich eben auch das Spiel anders. Und man muss eben anders zusammenarbeiten. Und es ist ein Spiel, das am Anfang dachte ich, lass uns das auf jeden Fall zu viert spielen, weil zu viert, volle Besetzung, beste Erfahrung. Ist auch super gut, macht super viel Spaß, aber der Nachteil bei 4 Leuten ist, ihr müsst die 4 Leute, weil ihr müsst es im Prinzip mit den gleichen Leuten immer wieder spielen, 12 bis 24 Partien, je nachdem wie lange ihr braucht, und ihr müsst eben diese 4 Leute immer wieder zusammenbekommen, Woche für Woche, damit ihr weiterspielen könnt. Das ist ein tolles Erlebnis, das macht Spaß, das will man, und auch wenn man da ein Jahr für braucht, ist das gut, man hatte eine tolle Zeit, aber wenn man das zum Beispiel nur zu zweit spielt, macht das Spiel immer noch sehr viel Spaß, also eigentlich genauso viel Spaß, aber zu zweit trifft man sich eben häufiger, wenn ihr vielleicht einen Partner, Frau oder Mann oder so habt und mit denen gerne zusammenspielt, dann zögert nicht, euch Pandemie Legacy zu holen, auch wenn ihr hauptsächlich zu zweit spielt, gerade dann kommt ihr halt schnell durch und habt das Spiel vielleicht auch nach 2, 3, 4, 5 Wochen fertig gespielt und sagt dann, okay, jetzt sind wir durch damit, jetzt ist es fertig, das brauchen wir nicht wieder spielen, können wir auch gar nicht, weil wir sind ja quasi einmal durch den Legacy-Stapel und wir haben halt alles am Spiel verändert, was wir so verändern wollen, aber das will man dann auch gar nicht. Das ist dann wirklich so, wie wenn man eine Serie fertig geguckt hat und eine Staffel von der Serie, dann ist man damit durch, weiß, was passiert ist, hatte eine tolle Zeit, während man die Serie verfolgt hat und hier eben während man dieses Spiel gespielt hat und freut sich dann auf die nächste Season, es heißt Season 1, das heißt hoffentlich kommt nächstes oder übernächstes Jahr Season 2 raus und dann geht es eben weiter mit diesem Legacy-Spiel. Und wie gesagt, das ist oft ein Argument von Leuten, die Legacy-Spiele noch nicht gespielt haben, die sagen halt vor, so viel Geld für ein Spiel, dass ich nur einmal spielen kann. Nein, man spielt es 12 bis 24 Mal, also im Schnitt wahrscheinlich so 15, 16, 17 Mal. Und es ist dann eben auch danach durch. Also die Frage ist, was mache ich denn danach damit? Ja, keine Ahnung, ich hatte hier bis hier dieses Expedit-Hing. Es gibt auch ein Risiko-Legacy, auch ein super geiles Spiel. Da hatte ich den Spielplan halt an der Wand hängen, weil dieses Spiel hat eine Geschichte erzählt, der war halt individuell von uns gestaltet und wir waren durch damit, aber wir hatten eine geile Zeit. Alle 4, die wir das Spiel gespielt haben, haben gesagt, wow, das war eine der besten Spielerfahrungen, die wir jemals hatten. Und genauso scheint es mit Pandemie-Legacy auch zu sein. Das hat man irgendwann durch, aber dann hat man es eben durch. Dann hat man viele, viele Stunden damit verbracht, diese Geschichte zu verfolgen, dieses Spiel zu erleben, dieses Spiel mitzugestalten.
und einfach Spaß dran zu haben. Und wenn ihr irgendwelche anderen Freizeitaktivitäten macht, dann gebt ihr da auch 10, 15, 20 Euro pro Abend aus und habt dann halt den einen Abend Spaß gehabt. Und ja, wenn ihr halt euch dieses Spiel holt und meinetwegen, wenn ihr es mit 4 Leuten oder auch zu zweit spielt, jeder gibt halt 20, 25 Euro dazu, habt ihr damit 12, 24 Abende Spaß und seid dann eben durch damit. Also es ist absolut meiner Meinung nach kein Grund, der gegen dieses Spiel spielt, weil die Erfahrung, die Spielerfahrung, die man da hat, ist ähnlich wie bei Time Stories, einmalig, neuartig. Nur wie gesagt, Time Stories spielt man eben so im Prinzip das Szenario einmal oder eben 4 Durchgänge, 90 Minuten ist man durch damit. Hier hat man eben 3, 4, 5, 6 Mal so viel und kann es eben auch immer wieder neu spielen. Also ich kann zwar nicht das gleiche Spiel wieder spielen, aber ich kann, wie ich das gemacht habe, mir das Spiel nochmal mit einer anderen Gruppe kaufen, wo ihr das Geld dazu gibt und dann spiele ich das mit denen nochmal. Das ist nicht so, weil ich schon weiß, dass ein Legacy-Star bekommt, dass es dadurch langweilig für mich wird, sondern ich bin immer noch voll drin, kann immer noch Entscheidungen treffen, kann irgendwie mich da einbringen, darf natürlich nicht zu viel spoilern, aber kann natürlich auch mein Wissen dann so ein bisschen einbringen, um das Spiel so ein bisschen in die richtige Richtung zu lenken. Aber wie gesagt, was auf dem Spielfeld passiert, ist auch immer ein bisschen zufällig und wir müssen eben mit dem, was da kommt, versuchen zu arbeiten. Und ja, ihr merkt, ich rede schon wieder sehr lange davon. Es ist, wie gesagt, für mich ganz klar die absolute Nummer 1 des Jahrgangs, weil so ein Spiel, das wirklich so eine Geschichte erzählt, wo man so tief drin ist und nicht einfach das Spiel rausholt, auspackt, spielt, versucht seine Strategie zu fahren, dann wird geguckt, wer hat gewonnen, okay, fertig, abgehakt. Nee, das ist hier nicht der Fall. Ihr habt halt erlebt wirklich die Geschichte, ihr redet später noch über dieses Spiel, was da passiert ist, wie cool es ist, was die sich da für tolle Ideen ausgedacht haben. Also wir sind jetzt gerade mal so im Mai ungefähr, also so ein Drittel vom Spiel durch und da ist schon so viel passiert, das hat jetzt schon nichts mehr mit dem normalen Pandemie zu tun und man fragt sich nur, wow, was soll da alles noch kommen? Und ich habe mich da Gott sei Dank weitestgehend noch nicht belesen, aber wenn ich schon so die Foren mit den Spoilerwarnungen überflogen habe, wo es so um August ging, wo im August die große Krise ist, da frage ich mich, wow, was wird da im August wohl noch kommen? Und wie gesagt, dann später in den letzten Monaten noch. Also kommt jeden Monat irgendwelche neuen Elemente rein. Und wie gesagt, ich höre jetzt einfach auf, davon zu reden. Es ist absolut ein geniales Spiel und es ist das Geld meiner Meinung nach absolut wert. Die Spielerfahrung ist absolut einmalig und ich habe jetzt schon 3000 Mal bestimmt absolut gesagt. Daher beende ich jetzt einfach mal meine Top 20 des Jahres 2015 mit diesem absoluten Highlight. Pandemie, Legacy, super geil, gut, wie gesagt, Innovation, richtig toll. Star Realms, super toll. Blood Rage macht richtig Spaß. Und Nummer 4 war, genau, XCOM, das Brettspiel. Das sind schon allein die Spiele, wenn man sich die zulegt, da hat man richtig viel Spaß, richtig viel Freude dran, richtig tolles Spielerlebnis. Und auch die anderen Spiele, die ich in dieser Liste vorgestellt habe, sind meiner Meinung nach absolut toll. Wenn euch das irgendwie vom Thema her anspricht, dann guckt euch die an. Und ja, das waren meine Lieblingsspiele des Jahrgangs 2015. Wie gesagt, viele, viele Highlights dabei, richtig tolle Spiele, richtig tolle Ideen. Auch manche Spiele, die ich nicht genannt habe, sowas wie Rums. Kurzweilig, witzig oder Tides of Time, schönes Zwei-Personen-Mikrospiel oder Epic von den Machern von Star Realms, ein bisschen so Magic, nur halt ohne diesen ganzen Sammelmechanismus dahinter, mit total overpowerten Karten. Also es gibt auch ein paar mehr Spiele, die man sich auch noch angucken kann, aber das waren so die 20, wo ich sagen würde, wow, die werde ich sicher noch mehr als 2-3 Mal spielen, die werde ich sicher auch nächstes Jahr noch gerne rausholen und gerne spielen wollen. Und ihr habt das ja selbst gesehen, die sind alle so unterschiedlich und so vielseitig und es ist eben toll zu sehen, es sind zwar schon irgendwie gefühlt alle Spiele erfunden und man hat alle schon gesehen und trotzdem schaffen es die Leute immer noch, alte Ideen neu zu verknüpfen oder sich was komplett Neues auszudenken und daraus wirklich tolle Spiele zu machen, die man auch haben möchte, an denen man Spaß hat, die toll sind, die sich innovativ und neuartig anfühlen. Und ja, da bin ich sehr gespannt, was nächstes Jahr rauskommt. Also ein Highlight des nächsten Jahres wird auf jeden Fall The Seventh Continent sein. Auch so ein Abenteuer-Explorationsspiel, das eben auch jedes Mal, also guckt euch da vielleicht auch mal mein Video zu an. Das wird, glaube ich, ein absoluter Kracher. Und ich bin, wie gesagt, sehr gespannt, was sonst noch so nächstes Jahr rauskommen wird. Ich werde Ende des Monats eine Vorschau machen für das nächste Jahr, was da eben meiner Meinung nach so die Highlights sein werden oder halt Spiele, die interessant und vielversprechend klingen, die jetzt schon angekündigt sind. Guckt euch das an, wenn ihr daran interessiert seid. Wie gesagt, das kommt so Ende Dezember, Anfang Januar, wie letztes Jahr auch. Und ja, damit komme ich jetzt endlich zum Ende. Danke euch fürs Zugucken. Danke euch dafür, dass ihr mich auch das ganze Jahr so fleißig geguckt habt. Also in diesem Jahr sind die Besucherzahlen meines Kanals explodiert. Auch die Abonnentenzahlen sind richtig krass nach oben gegangen. Das freut mich natürlich sehr, weil ich mache das natürlich in erster Linie dafür, dass, ja, eben, ne, ich mag Spiele und finde Spiele toll und möchte eben, dass ihr auch Spiele kennenlernt oder auch eben Spiele, wo ihr gar nicht wisst, wie ist denn das, dass ihr seht, okay, das ist das für mich oder vielleicht zeigen euch meine Videos auch, ja, er findet das Spiel total toll, aber so wie das aussieht, so wie das gespielt wird, ist es gar nicht für mich. Auch das ist gut, es gibt, wie gesagt, für jeden eigentlich
das richtige Spiel. Man muss es eben nur finden. Wie ihr seht bei mir, es sind eindeutig eher die thematischen Spiele und nicht so sehr diese abstrakten Eurogames, die eben auch toll sind, die ganz vielen Leuten Spaß machen, wo ich halt sage, ja, die sind nett, die spiele ich mit, aber mehr Spaß habe ich hier eben an Abenteuerspielen, an irgendwelchen Aliens vermöbeln, an irgendwelchen Echtzeitspielen. Wie gesagt, das ist ja immer Geschmackssache. Ich hoffe, dass ihr bei meinen Videos was für euch findet und ja, jetzt komme ich endgültig zum Ende, zumindest für diese Top-10-Liste. Und ja, wenn ihr noch was für Weihnachten sucht, dann guckt in meinen Weihnachtsratgeber. Da sind auch viele Ideen von aktuellen Spielen und auch ein bisschen älteren Klassikern. Und das war's von mir. Wie gesagt, lasst mir gerne einen Kommentar da. Wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, dann abonniert ihn und werdet auch weiterhin fleißig informiert über Videos, Let's Play, irgendwelche anderen Sendungen und Formate, die ich mir ausdenke und vielleicht ein bisschen länger durchziehe. Mal gucken. Ja. Vielen Dank fürs Zugucken, bis bald und tschüss.